Es ist immer wieder das Gleiche. Wir hören aus unserem Umfeld, weil wir Menschen um uns herum haben, die sagen, Immobilien, boah, die Preise gehen hoch. Im Januar waren die Preise zum Beispiel für eine Finanzierung bei 0,91%. Jetzt sind sie bei 2%. Jetzt sagen alle, oh, es ist so teuer geworden. Ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht. Und vor 10 Jahren, oder ich kann euch auch sagen, vor 20 Jahren, als ich Immobilien gekauft habe, wisst ihr, was die Menschen zu mir gesagt haben? Das ist so teuer, das kriegst du nie wieder raus. Nie wieder. Kölner Innenstadt, 1500 Euro Quadratmeterpreis. Ich sehe sie da hinten im Hintergrund lachen, weil die wissen mittlerweile, wo die Preise sich bewegen. Heute bewegen wir uns knapp bei der 10.000 Euro. Das hätte sich natürlich keiner vorstellen können. Aber genau diese Mythen bekommen wir. Menschen haben Träume und wollen ein Zuhause. Und jetzt kommt ein Mensch und sagt, oh Gott, wie schlimm. Ich hatte das im Immobilienseminar von einer Geschichte erzählt. Ein Kollege, sein Traum war es, in Barcelona eine Wohnung zu kaufen. Da war auch schon alles klar. Der wollte die von seinem Opa kaufen und ist dann mit dem Rechtsanwalt und mit einem Berater aus Spanien in Barcelona gewesen, um die Formalitäten zu klären. So. Ich mache es kurz, am Ende hat er die Wohnung nicht gekauft. Da habe ich gesagt, warum hast du die Wohnung nicht gekauft? Du bist mit der Absicht dahin geflogen, die Wohnung zu kaufen. Und dann sagt er, die haben mir davon abgeraten. Weil die haben gesagt, du musst das beachten, du musst das beachten. Hast du daran gedacht, hast du daran gedacht. Und am Ende hatte ich so eine Angst, dass ich es nicht gemacht habe. Dann habe ich gesagt, hast du mal gefragt, wie viel Immobilien die beiden denn haben? Und er sagte, nö, habe ich nicht gefragt. Und wisst ihr, wie viele die hatten? Nämlich gar keine. Und die haben sich das Mindset, ihr Mindset, auf denjenigen übertragen. Und das ist das Schlimme. Sie haben ihn von seinem Traum abgebracht. Einem Traum von seinem Zuhause. Auf wen möchtest du denn hören? Nochmal, umgib dich mit Menschen, die deswegen Immobilien besitzen oder auch kaufen. Ich habe noch nie jemanden abgeraten, eine Immobilie zu kaufen. Die Frage ist immer nur die Lage. Kommen wir nachher noch zu. Ich würde gerne auf das zweite Mythos eingehen. Ich habe ja gesagt, jetzt schon wiederholt Male, mit 18 die erste Immobilie gekauft. Wisst ihr, wie viel ich über Immobilien zu dem damaligen Zeitpunkt wusste? Null. Null. Und ich kann euch eins sagen. Wisst ihr, wie viele Immobilien Bill Gates, Elon Musk und so weiter, Jeff Bezos haben? Hunderte von Millionen. Und sie sind keine Immobilienexperten oder haben Immobilienwirtschaft studiert. Es ist auch wirklich nicht schwer. Es ist mittlerweile, wenn du einen Plan hast, ist es relativ einfach. Ich erzähle die Geschichte auch immer so gerne, ein Navigationssystem ist auch keine Zauberei. Es ist keine Zauberei. Ich gebe mein Ziel ein und wenn ich es befolge, komme ich an mein Ziel an. Aber wenn mein Navigationssystem sagt, fahr bitte links und ich sage, nein, ich kenne den Weg besser, ich fahre nach rechts, da ist eine Abkürzung. Kann das mal gut gehen, aber auch mal nicht. Deswegen, Immobilien sind auch für sehr vermögende Menschen immer eine Investmentanlage. Immer. Ihr werdet ganz wenig vermögende Menschen kennenlernen, die nicht eine Immobilie haben oder mehrere. Und jetzt würdet ihr fragen, ja, wie komme ich denn zu dem Wissen über so viele Immobilien? Ihr habt ja gestartet und das andere ist, ihr müsst handeln. Beschäftigt euch nicht nur mit dem Thema, sondern handelt. Und das ist so wichtig, ins Tun kommen. Und ihr werdet eine Leidenschaft entdecken, die macht richtig viel Spaß. Ich habe ja 2 Kinder, 15 und 11, die haben mittlerweile auch Spaß an dem ganzen Thema. Mein Sohn hat selber 2 Tage das Immobilienseminar mitgeschaut, weil er so einen Spaß daran hatte und hat mir danach so viele Dinge erzählt, die er natürlich aus seiner Sicht erstmal gesehen hat. Und er hat gesagt, dann können wir das alles machen und das. Und ich wollte ihm seine Träume überhaupt nicht nehmen. Ich habe gesagt, super, wir machen das gemeinsam in der Zukunft. Mal schauen, was daraus wird. Aber er hat ganz große Pläne gehabt. Aber das ist das Größte. Lasst euch eure Träume und Visionen von keinem nehmen. Lasst euch diese Träume nicht nehmen. Ich hatte damals einen Traum, vermögend zu werden.
Und ich habe nie, nie aufgehört an diesem Traum. Und irgendwann bist du vermögend und frei. Habe ich was geändert an meinem Leben? Ja, ich mache Dinge, die mir Spaß machen. Helen hat gesagt, mit Leidenschaft und Liebe. Ja, weil ich das liebe, was ich tue, mit der Bodo Schäfer Akademie, das Menschen aufzubauen, den Menschen zu helfen. Das ist das Schönste, was wir überhaupt tun können. Und das macht dich frei. Und wenn du dieses Gefühl irgendwann bekommst, finanziell frei zu sein, dann macht das so viel Spaß. Nochmal, dritter Punkt, Mythos, ist, du verschuldest dich. Und das hatte ich ja auch anfangs angesagt. Ich hatte das Gefühl, oh Gott, ich habe damals, meine erste Wohnung hat 170.000 Mark gekostet. Da habe ich gedacht, 100.000 hatten mir damals meine Eltern geliehen. Und die hatten wirklich nicht viel Geld, nachdem ich sie überzeugt hatte. Und ich hatte 70.000 D-Mark Schulden. Das ist gar nichts für eine Wohnung. Aber ich habe da echt Angst gehabt. Ich habe immer gedacht, oh, die nehmen mir die Wohnung weg. Und Gott, was kann mir alles passieren? Ich habe damals zu dem damaligen Zeitpunkt nicht verstanden, dass ich einen Gegenwert habe, der noch viel mehr wert ist. Aber es ging einfach nicht in meinen Kopf rein. Und das war so schwierig, das Mindset abzulegen. Bis ich aber immer wieder mit dem Vater zusammenkam und Menschen, die Immobilien hatten, und haben gesagt, Hermin, du hast eine Wohnung, du kriegst Miete, was willst du? Die Wohnung steigt doch im Wert. Du hast ein riesen Schnäppchen gemacht. Und aber ich habe doch Schulden. Hermin, du hast eine Wohnung, die ist viel, viel mehr wert. Du kannst sie jederzeit verkaufen und dann hast du das Geld. Aber was willst du dann mit dem Geld machen? Und irgendwann hat es Klick gemacht und hat gesagt, ja klar, es ist so einfach. Und ich habe damals eine Freundin gehabt, die hat bei Salesforce gearbeitet. Und da habe ich gesagt, liebe Natascha, kauf dir mal eine Wohnung. Die hat damals gut verdient, hat wirklich eine wunderschöne Wohnung gehabt zu mieten. Und dann habe ich gesagt, Natascha, ich würde dir echt empfehlen, investiere mal in eine Wohnung für dich. Dann hat sie gesagt, ja, ich habe ein bisschen Geld, aber da müsste ich ja mein ganzes Kapital da reinstecken und dann ist mein Geld ja weg. Also, die hochintelligentes Mädchen, Betriebswirtschaft studiert, arbeitet für Salesforce und sagt, dann ist mein Geld weg. Nein, dein Geld ist angelegt und noch viel sicher und dein Geld arbeitet. Aber das muss man ja verstehen. Geld arbeitet 24/7 für uns. Da arbeitet jemand anders für dich, dass der deine Miete zahlt. Das müssen wir verstehen. Da arbeitet jemand für dich und dein Geld arbeitet 24/7. Und das ist ein richtig tolles Gefühl irgendwann, wenn man das verstanden hat, dass Geld einen Hebel hat, der ist unglaublich. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen, auf den Hebel vom Geld. Aber das musste ich auch erstmal verstehen. Und das ist wirklich eine Hürde für ganz viele Menschen, die sagen, oh, ich verschulde mich. Und was ist, wenn das passiert? Oder wenn das passiert? Oder wenn das passiert? Ich kann euch sagen, wenn ihr eine gute Immobilie kauft, in einer guten Lage, könnt ihr die auch jederzeit wieder verkaufen. Ihr könnt die untervermieten und ihr könnt immer noch zur Miete wohnen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und es ist... Nur zahlt ihr dann jemanden anderen seine Investition und sein passives Einkommen. Und ihr müsst Zeit gegen Geld wieder tauschen.